bin Madeleine. Und ich bin Matthias. Und zusammen sind wir Mamas und Struthaler. Derzeit bieten wir unter der Marke Mamas und Struthaler Nudeln aus unseren eigenen Eiern. Die Eier natürlich, aus den Hühnermobilen, das Rapsöl, natürlich auch noch unseren leckeren Eierlikör. Zukünftig wird dann auch das Öl verfeinert mit Kräutern dazukommen und Senf und Mohn. Und wir wollen einfach zeigen, dass eine Landwirtschaft, die konventionell betrieben wird, auch trotzdem hervorragende Spitzenprodukte erzeugen kann. Unsere Produkte kann man aktuell immer mittwochs in Naumburg auf dem Wochenmarkt kaufen. Da bin ich mit meinem Verkaufsmobil. Dann haben wir direkt am Hühnermobil in Balgstedt einen Eierautomaten. Und in der Saale-Unstrut-Region verkaufen auch viele kleinere Läden unsere Produkte. Bei unseren beiden Eiern ist auch deutlich zu merken, den Tieren geht's gut. Der Konsument kann sich unsere Hühner angucken, sieht wirklich, wo es halt herkommt. Und das ist ja auch immer unser Leitspruch, wissen, wo es herkommt. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch und macht uns auch besonders. Die Aufgaben sind bei uns klar strukturiert. Matthias, der übernimmt ja die technischen Aufgaben und produziert auch unser Futter. Also wir machen ja Heu und Stroh selber. Und der Weizen für unsere Hühner wird selber angebaut. Und ja, ich kümmere mich dann um die Tiere, um unsere Strauße und um die Hühner. Dadurch, dass wir sowieso durch den Familienbetrieb immer mit der Landwirtschaft zu tun hatten und von klein auf dort groß geworden sind, war das natürlich naheliegend, dass wir uns dafür auch interessieren. Und so kam es dann zum Schluss auch. Ja. Das war dann eigentlich relativ zügig klar, dass wir beide hier im Betrieb unsere Zukunft sehen und das auch noch mit unseren Mamas dann ausbauen wollten. Für mich ist halt besonders die Arbeit mit den Tieren. Also wenn ich früh in den Stall komme und die begrüßen mich schon, die freuen sich, mich zu sehen. Und wenn man dann merkt, den Tieren geht's gut, die fühlen sich wohl bei uns und das gibt einem halt ganz viel zurück, auch die Arbeit mit der Natur. Und dass man auch merkt, dass wir halt wirklich auch einen wichtigen Job haben. In der Zukunft wünsche ich mir eigentlich von den Menschen, dass unsere Arbeit gewertschätzt wird, dass die Menschen sich selber wieder für die Landwirtschaft interessieren und vor allen Dingen, dass der Verbraucher die Regionalität wieder zu schätzen weiß. Das ist das Zukunftsbild, was ich mir eigentlich für die Landwirtschaft wünsche.